Ja! Willkommen, meine lieben Jungs. Herr Bergmann und ich sind immer noch in der Spielliste und die letzten drei Rennen stehen an. Hallo. Hallo. Und wir können wieder nur diesen Warren. Nee, gar nicht, diesen anderen. Ja, diesen anderen, aber ich finde, die neuen Karren sehen richtig fett aus. Das ist Oldtimer irgendwie. Die sind richtig, richtig cool. Was heißt Oldtimer? In dieser grünen Farbe. Ich nehme das auch mal in so. Mit so einer anderen Farbe, oder? Oder ich lasse es doch bei dem. Ist halt ist weiß eigentlich immer stylisch, sehr, ne? Sexy. Oh, schwarz wäre auch gut gewesen. Na gut. Ding nicht, yo. Boah, aber eigentlich jetzt ist 1200. Mehr habe ich nicht mehr. Was haben wir jetzt? Was ist das Landrennen? Okay, erst schon wieder so GDA-Landrennen, ne? So, Schuss kaufen. Und go. Herr Bergmann, drei Rennen stehen noch an. Du bist einen Punkt vor mir. Das ist alles noch 100% offen. Ist komisch, dass ich inzwischen immer vorne starte. Immer wenn ich selber irgendwie, keine Ahnung, Spielerliste öffne, starte ich immer ganz hinten. Weißt, ich bin du, ganz weißt du, wo man Gas geben muss, damit man Turbostart hat? Nee. Ich weiß auch nicht. Ich glaube bei 1. Mario Kart vielleicht? Oder so, ja. Nee, ich glaube bei Go muss man. Weil siehst du, die haben alle Turbostart. Also nicht alle, aber viele. So, aber ich bin direkt hinter dir und du bist voll der Außenseiter mit deiner weißen Karre. Aber ich muss sagen, die sieht schon schick aus. Und es gibt Außenseiter oder individuell? Es gibt Windschatten. Der Windschatten hat voll viel, bringt richtig viel. Ich bin ja richtig vorbeigefahren, was ja nichts gebracht hat, weil ich hier gegen so ein scheiß Auto gegengefahren bin. Ja, weißt du, was ganz richtig ist? Ja. Ja, Gas geben, ne? Und schießen. Oh, hier, ich hab was für dich. Ah, nicht getroffen. Ich fahr so los, also ich treffe die ganze Zeit so scheiß Verkehr, der so rumbackt. Gibt's nicht, ich bin einfach Fünfter. Nee. Und jetzt hat einer meine Reifen kaputt geschossen. Auch noch einer aus meiner Crew. So ein Verräter. Ferkel. Jetzt schieße ich auch auf alle aus meiner Crew. Warum seid ihr eigentlich alle grün? Was ist los bei euch? Völlig unindividuell. Hä? Ui. Das ist eigentlich einfach rückwärts gefahren im Berg. Ach, du bist auch hinter mir. Wieso sind wir alle so weit hinten, mein Lieber? Ah komm, jetzt hat er mir echt die Reifen zerschossen. Du blöder Assi, ey. Guck mal, was ich hier für dich habe, ey. Oh nee, nicht sehe ich nicht mich. Ey, meine Reifen sind einfach komplett destroyed gerade. Ja, kenn ich. Mein ganzes Auto brennt und ist kaputt. Kein Problem. Ich fahr gerne nochmal die ganze Strecke. Oh! Was? Oh nee, ist einfach nur gerade... Wow! Das ist schwierig zu fahren hier. Das ist nicht wahr. Alter, geht alles immer kaputt. Oh, Alter. Guck mal, auf mein Auto ist vorne ein Jonge-Zeichen drauf. Ja, bei mir ist auch so ein Herr Bergmann-Logo. Voll cool, ey. Ja. Ey, meine Reifen, kann ich meine Reifen irgendwie wieder heile machen? Ja, indem ich vermutlich durch so ein Reparaturzeichen fahre, ne? Genau. Boah, mir ist einfach ein Power-Up vor der Nase, die spawnen. Ich hab niemand eingesammelt, sondern ist einfach die spawnen. Das gibt's doch nicht. Ja, dachte ich mir auch. Aber wenn ich ganz hinten bin, ich hol's wieder richtig schön auf. Aber wer weiß, ob das reicht, weil ich glaube, so krass lang geht das Rennen nicht mehr. Alles explodiert. Mein Wetteinsatz dürfte leider für die Katz gewesen sein. Hast du schon wieder gewettet? Na klar. Ja, kleine Spielsucht langsam, ne? Wie langsam erst? Oi! Was war das denn? Mein ganzes Geld immer. Geht ja. Was ist jetzt los bei dir? Meine Reifen sind irgendwie ein bisschen ärgerlich destroyed, ey. Boah, der Verkehr ist zum Kotzen hier. Der Verkehr ist zum Kotzen. Der macht. Gott sei Dank hat das. Wow! War das gerade negativ für einen. Oh nee! Oh nee! Wirklich, der Verkehr macht mir so viel immer kaputt hier. Ja. Ich bin einfach völlig fasziniert von diesen GDA-Rennen. Oh nee! Ich hab's noch nie gespielt. Der hat was gezündet, aber daneben. Ich bin einfach wie im Letzter hier. Richtig fies. Nichts funktioniert hier. So, jetzt habe ich hier aber so ein Extra eingesammelt und jetzt. Oh Gott! Ich habe einen fucking Punkt vergessen. Wie soll dir das passieren? Doch. Muss jetzt drehen? Fahren. Ja. Muss der drehen. Werk mal hier ganze Punkte gut machen. Welchen Platz bist du? 6. Ja, okay. Hoffentlich nicht allzu viel. So, jetzt hat er noch den scheiß Punkt hier mitgenommen. Oh Gott. Schau, nee. Oh nee. Was ist? Diese Karre, Mann. Die ist einfach nur kacke. Ich finde die auch richtig scheiße. Die andere war cooler. Die falsche Richtung. Ich habe ein Dingens verpasst. Die im ersten Rennen, also in der letzten Folge war das ja, die habe ich richtig... Fand ich richtig gut und die hier scheiße. Ja, wenn du einen verpasst hast, musst du zurückfahren. Aber flott hier, ne? Nee, ach, ich scheiße mal das Rennen hier. das ist geschenkt, ey. Wenn du darauf scheißt, dann wirst du vielleicht noch zurückgesetzt und ich überhol dich. Der fünfte ist schon im Ziel. Das letzte? Ja. Aber ach nicht mal so lange. Ich sehe noch. Oh, das bist du! Nee! Ja, nein! Ach, guck mal, ich. Nein. Okay, warte. Nein! Bitte! Oh, ich hab noch einen überholt! Ich hab noch einen überholt und das ist der Bergmann! Oh. Ja!
meine Reifen waren kaputt. Ich hab nichts mehr kontrollieren können. Koste es aus, mein Lieber. Koste es aus. Wie ich dich noch überholt habe. Das war so cool. Das war so richtig knapp mit einer Zehntel. Siehst du? Einer Zehntel. Ja. Und du bist immer noch vor mir. Wir haben jetzt 31-31. Das könnte richtig spannend, zumindest zwischen uns. Ja, ja, der Rest ist weg, aber zwischen uns beiden ist interessant. 31-31 steht das. Noch zwei Dinger sind offen. Jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt kommt. Last Team Standing. Okay, in East Winewood. Aber wir machen, Munition kaufen. Schnellste Panzerung kaufen. Okay. Also sind wir vielleicht eben Team, ne? Also müssen wir ja... Kann sein, ja. Dann ist aber immer noch der letzte relevant. Oh, Oder der mit dem besten Kills jetzt. Spielen. Last Team Standing für zwei Teams. Aber wenn du stirbst, wir sind im selben Team. So, wieder eine schöne Paddy. Wir sind nicht im selben Team, weil ich konnte wechseln. Mal sehen, ob das durchhält. Ja, jetzt sind wir aber nur drei. Das ist dann sein Nachteil. Ja, das ist ein bisschen behindert. Komm mal wieder rüber. Jetzt sind wir hier vier. Nee, ihr seid fünf bei euch. Ja, meine ich ja. Ja, oh, und nee. Wir sind drei. Ich kann nicht mehr rüber, wie kann ich rüber? Ja, indem du schnell rüberkommst, ey, das ist richtig unfair. Die Option ist weg, Ja, aber dann drück B, B. B? Dann ist beendet, dann wird das ganze Ding beendet. Nee, du musst da oben Team ändern machen können. Nee, nein. Ja, 3-5, Alter, geil. Wieso ist das so? Oh nee. Ich will wirklich, fingiert alles. Ja, klar, natürlich, ja klar. Du bist auch bereit, mein Lieber. Geh doch mal weg von dir. Nee, ich bin nicht bereit zum Spielen, bin ich nicht. Doch, bist du. Nee. Doch. Nee, war ich wirklich nicht. Naja. Das war nicht mit Absicht, Herr Bergmann. Boah, Herr Bergmann. Das war, ich bin gewechselt, weil ich dachte, dann sind wir nicht im selben Team, damit das halt eine Competition ist. Das war jetzt nicht mehr absichtlich, dass sowas bei rumkommt. Ist halt ein GTA-Fail, wenn man ganz ehrlich ist. Kann ja nicht sein, dass 5-3 gemacht wird. Naja. Da hätte ja einer halt rüber gemusst. Wenn es 5-3 ist, dann ist ja perfekt für 4-4. Warum macht man das nicht? Weil du rübergekommen bist. Quatsch. Warum sieht man sich denn hier auf, sieht man sich hier aber ihr könnt das trotzdem noch schaffen, das wisst ihr, weil es ist Last Team Standing. Wenn einer tot ist, ist er weg so. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach zwei tötet, ist sozusagen wieder ausgeglichen. Ach, und deshalb, okay. Naja, das ist halt kein normales Deathmatch, sondern man wird halt nicht wiedergeboren. Wiedergeboren. Respawn, meine ich, weißt du? Wo seid ihr denn, ihr Lieben? Man sieht sie eh die ganze Zeit auf dem Radar. Oh, da hinten wurde schon irgendwas explodiert. Oh Gott, jetzt mache ich aber eine riskante Sache gerade. Oh, scheiße. Ich traue mich gar nicht, hier hinzugehen, wo ich gerade hingehe. Oh, es sind schon welche tot, ne? Mhm. Schon, es ist nur noch 2-3. Du lebst noch? Herr Bergmann? Ja. Okay. 2-3 steht's. Alter, ich will einfach hier rüberlaufen und dann macht das Tür auf und ich fall runter. Oh, okay. Oh, nee. Kann sein, dass ich komplett alleine bin? Nee. Jetzt bist du tot! Och, komm. Ja! Jetzt kannst du mir nicht sagen, dass der Punkt nicht verdient war, weil ich habe dich persönlich getötet. So, einer lebt noch. Einer lebt noch. So. Da hinten, und den hole ich auch noch. Den hole ich auch noch persönlich, damit mein Punkt auch richtig verdient ist. Damit das nicht um das moralische Ding gibt hier so, hier nicht verdient. Hä? Scheiße! Da wollte ich zu viel, da wollte ich zu viel. Oh Gott. Oh. So, wehe, meine schaffen das jetzt nicht mehr. Komm schon. Jawohl, haben sie gepackt. Glückwunsch. Herr Bergmann. Wir sind die Gewinner. Gewinner. Wie viel hast du getötet? Keinen, glaube ich. Siehst du mal. Ne? Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Mhm. In einem Fünfer gegen Dreier. Was für eine Scheiße, die ich jetzt habe. Siehst du das? Was ist da los? Ach, na gut, wie viele Punkte habe ich dafür bekommen? Bin ich mal gespannt, wie viel das noch gebracht hat.
Ihr müsst alle auf Fortfahren gehen, ja? Bin ich? Nö, bei mir steht, dass du nicht auf Fortfahren bist. Bei mir steht, der Bergmann würde gerne noch ganz lange warten. Bin jetzt 3 Punkte vor dir. Ach, Herr Bergmann, ich verstehe deine Trauer. Nee, ich bin, alles gut. ich werde das gar nicht, weil es einfach von Anfang an unfair war, deswegen... Weißt du, ich gewinne jetzt einfach und wir tun so, als ob das hier nichts gibt. Wenn wir im selben Team gewesen wären, hätten wir ja gleiche Punkte, ja? Dann wärst du 1 Punkt vor mir gewesen, aber ich gewinne jetzt Nee, darauf lasse ich mich nicht ein. Weil wenn ich jetzt verliere, kann ich nachher auch nochmal rummeckern und sagen, es hätte von Anfang an anders laufen müssen. Ich sag jetzt einfach, ich gewinne jetzt einfach so oder so. Okay. Meine Sache passt einfach nicht, das kann jeder Röhren-Jeans-Träger bestätigen. Versuche mal, 8 kompaktes Autos für die Engkurven dieses Rundrenns im Mirror Park zu quetschen. Ich als Röhren-Jeans-Träger. Smart! Wie geil! Ja. Oha, wie cool! Den kann man auch in schönen Grün klar erfahren. Oder? Ja. Oder? Ja. Dann geh auf Fortfahren. So, ach nee, ich muss. Ich kann 7200 widersetzen. Boah. Alles klar. Ich bin bereit. Das wird der Abschluss der heutigen Folge. Das letzte Rennen und ich werde es so gewinnen, dass ich in jedem dich einfach wegpuste, mein Lieber. Ja? Hochmut kommt vor dem Fall, mein Lieber. Ja? Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist kein Hochmut, das ist einfach ein richtiger Realismus. Wir werden sehen. Ja, das werden wir wirklich sehen. Oh yeah, das ist echt cool mit den Autos. Die sind auch neue Autos, oder? Ja, Paluten würde sich freuen, ey. Der wäre doch ein Smart. Stimmt. Aber ich finde, die sehen halt noch nicht genug aus wie so ein Smart. Ey, dass die alle immer so einen derben Turbo-Boost haben, ist unglaublich. Unfair. So, und alle Extras sind weg, Oh Gott, die fahren aber schnell, fahren die Dinger aber. Halleluja. Mhm. Alter, und dann überschlagen die sich hier. Uiuiui. So, wann sind die Autos hier mal frei? Die Dinger frei hier. Ey, das ist der hat eine Lenkung, Alter. Oh nee, Waffen sind frei, ich hab's nicht mitbekommen. Oh, jetzt schießen die auf mich. Die Gemeinen. Das gibt schön einen nach hinten weg. Oh, ihr habt durch den durchgeschossen. Das war nicht fair. Komm, steigt denn der aus? Was ist mit ihm denn los? Ich weiß nicht, warum er aussteigt. Keine Ahnung. Ui! Warst du das gerade? Ja, der daneben dir war auf jeden Fall. Mann, warum setzt die 7200 auf mich, dass ich ihn nicht schaffen kann? Die Leute kann ich langsam einschätzen eigentlich. Diese Karre ist einfach nur komplett eigenartig. Ja, aber lustig, finde ich. Ja. Ich finde, die hat was auf jeden Fall. Wieso wurde ich weiter zurückgesetzt als du? Weiß ich nicht. Ich bin 6. und du? Achter. Ach so, dann wollte ich nicht. Sehr gut. Ey, wieso bin ich denn Letzter? Das verstehe ich aber auch nicht. Keine Ahnung, weil irgendwas ist da schiefgelaufen, würde ich mal sagen. Ne? Das verstehe ich aber echt nicht, hä? Ich habe gerade bestimmt 3-4 Wagen überholt. Oh, was? Ich habe jemanden weggesprengt, dann ist er explodiert und dann bin ich durch dessen Explosion auch gestorben. Nein. Oh, ich glaube, du kommst von hinten, kann das sein? Oh ja. Nee. War nix. War vorbei. Ja. Ganz schlecht, Herr Bergmann. Entschuldigung. Ganz, ganz schlecht. Oh, warst du das nochmal? Alter. Nein. Langsam bin ich sauer. Oh Gott, warum? Was hast du gesehen? Was war das denn? Ja, Bergmann, du bist falsch gefahren. Ja. Oh, scheiße. Guck. Ich bin einfach komplett aus dem Spiel raus, das sag ich dir. Neue schnellste Rennrunde. Neue persönliche, aber höchstens. Anders kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie das funktionieren soll. Oh Gott, da vorne fährt er. Oh, nee. Ich bin am 5. Platz. Ja, Alter, manchmal fängt er einfach an zu driften, ohne dass man irgendwas gemacht hat. Ja, eben. Die Karre ist echt ein bisschen komisch. Das ist richtig merkwürdig, das Ding. Und... da hat er versucht, mich abzuschießen. Hat dabei nicht aufgepasst, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Alter. Nee. Bergmann! Nee! Nicht wahr! Kommt er dann nochmal an? Alter Schwede. Scheiße, du bist vor mir, ne? Nein. Oh ne. Jetzt habe ich irgendwas abgeschossen oder was? War das jemand hinter mir? Nicht, glaube ich, jemand hinter mir. Oder nicht? Ich glaube, ich bremse immer falsch. Das ist auch so ein bisschen mein Problem. Ui! Aber wie kann man denn richtig und falsch bremsen bei dem ganzen Ding hier?
Ich weiß, dass man halt richtig schön vorsichtig fahren muss. Nee, du bist Sechster und fertig. Nicht wahr. Aber das sind ja trotzdem keine 3 Punkte Vorsprung. Ich glaube auch nicht. Nie. Beendet. Es ist eigentlich kriege gar kein Punkt, habe ich bei dich. Ich habe nee, 7200 verloren. Ja, guck mal, hier einer aus deinem Team ist Erster geworden. Das ist ja schön. Ja, Finn 01 bla bla. Der freut er sich. Der freut sich aber richtig. Sehr cool. Ja, ich habe einfach das Ding nicht beendet. Einfach minus 7200. Es hat niemand plus mit Wetten gemacht. Ich habe bloß mein Ding verloren. Richtig, die Bank hat einfach alles bekommen. Mhm. Ich habe 0 Punkte bekommen. Du bist vor mir. Ach, gesamt, tatsächlich 49. Nee. Ja, schade. Schade, Dena. Schade. Nein. Oh, Bergmann, du hast noch alles gewonnen. Ja, muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch an Finn. Du hast natürlich auch einen super hervorragenden 6. Platz gemacht, Herr Bergmann. Ja, danke, danke. Mein Platz, nicht so wichtig. Ich mache ihn nur zum Spaß mit. Das war's für die heutige Folge GTA Online. Vielen lieben Dank, Herr Bergmann, der gerade noch einen Aufnahmetermin Paluten verschoben hat, damit ich oder zwangsweise hier verschieben muss, gerade weil ich hier überziehe, damit wir noch 3 Folgen zumindest aufnehmen konnten für den Urlaub. Das heißt, ich bin 2 Wochen weg. Das heißt, ja, also jede Woche 1,5 Folgen. Seht ihr im Moment. Ich hoffe, die nächste kommt möglichst schnell. Wenn ich nach Hause komme, hoffe ich, dass Captain überhaupt da ist. Das weiß ich nicht. Dass ich dann viel mit ihm aufnehmen kann. Dann ist der Bergpartner vielleicht auch wieder mehr Zeit. Vielleicht kann er auch wieder mit aufnehmen. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal. Deswegen aus, Links in der Beschreibung. Kommt dann wieder GTA bei dir? Natürlich, klar. Also nach dem Umzug auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Das werde ich mir auch wieder anschauen. Also schaut bei ihm vorbei. Link ist in der Beschreibung. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Vielen Dank für euer Verständnis, dass im Moment so ein bisschen merkwürdig die Folgen kommen und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.